Pérová váha nabídne na turnaji Octagon 28 lahůdku v podobě souboje Michala Konráda s Davidem Martiníkem. Konrád se po porážce s Tichotou, kterou vnesl jen velmi těžce, dokázal konečně odrazit k sérii vítězství. Od zápasu očekávám, že to bude moje hra, že nebudu přemýšlet, že si to užiju jako poslední 2-3 zápasy. Nejprve porazil Igora Lukačoviče a následně Romana Pauluse. Nyní má Konrád před sebou další, třetí výzvu z domácí scény, přesto ale se zkušenostmi z KSV. Martiník má na svém kontě 7 zápasů, 5x odcházel jako vítěz a právě poslední duel v KSV dokázal vyhrát hned v prvním kole tvrdými údery. Z 5 vítězství dokázal Martiník 4 své soupeře ukončit. Pro Martiníka je to první zápas v rámci oktagonu a přijíždí s velkým sebevědomím dokázat, že nejenom on sám, ale také tým Octagon Češím je na daleko větší úrovni než celé české MMA. Und hier sehen wir Michael Konrád. Ist schon länger bei Octagon dabei. Und zwar seit 2018. Hatte ein paar Probleme. Von seinen ersten 5 Kämpfen konnte er nur einen gewinnen hier bei Octagon. Aber die letzten beiden, die hat er gewonnen. Zuletzt im Mai diesen Jahres. Und im Januar war er erfolgreich. Also irgendwas hat er verändert in seinem Training. Zuletzt konnte er den unbesiegten, bis dahin unbesiegten Roman Paulus
nach Punkten schlagen. Wir jetzt hier gegen den polnischen Veteranen antreten und damit seine Bilanz wieder ausgeglichen machen. 7-8 seine Bilanz, also rein von den Zahlen her könnte man sagen, kein allzu guter Kämpfer. Aber wenn man sich mal anguckt, wie er kämpft, dann gleichzeitig auch für einen KSW-Veteran niemanden, den man auf die leichte Schulter nehmen darf. Ich glaube, in diesem Kampf können wir durchaus sagen, dass der Tscheche der Außenseiter ist, 4 Jahre älter. Beide sind im Gewichtslimit über die Waage gegangen. Hier steht 7-7, wie gesagt, nicht ganz akkurat. Und einen großen Vorteil gibt es auch für den Polen. Další zápas. Pérová váha 65,6 kg. 3 kola po 5 minutách. Vaším rozhodčím v oktagonu je Gerd Richter. Pojďme si společně, jako vždy, představit oba muže. Nejprve modrý roh. 24 let, 177 cm, 65,7 kg na váze. Oktagon tým Češin pod trenérem Michalem Mankěvičem má na svém kontě mezi profesionály 7 zápasů, 5 vítězství, z toho 4 ukončil před limitem a pouze 2 porážky. V modrém rohu v rámci Nerudova poháru za dluhopis.eu David Martiník! Červený roh, 28 let, 176 cm, 66,25 kg na váze. Gorilla MMA tým pod trenéry Pepou Gorilem Králem, Patrikem Balogem a Ivanem Ilinským. Má na svém kontě 14 zápasů, 7 vítězství, z toho 6 dokázal ukončit před limitem a 7 porážek. Jeho 8. zápas oktagonu dnes, 11. pérové váhy v rámci žebříčku oktagon v červeném rohu. Michael Konrad! Gentlemen, you know the rules. Protect yourself at all times and listen to my commands. When I say stop, you stop. Fight hard, fight fair. Touch your gloves, please. Step back in your corner. Der Richter, der Referee wird auch wahrscheinlich den Hauptkampf reffen. Einer von 2 deutschen Referees hier am Start, die extra Octagon bemüht hat, weil sie um deren Neutralität wissen. Und los geht's. Konrad in den schwarzen Hosen, Martinik in den weißen. Konrad macht Druck, sieht weit aus, massiver aus hier. Trotzdem kann er sich hier ordentlich bewegen. Spinning Heel Kick zum Körper versucht. Martini guckt sich das hier erstmal alles an. Schön reagiert hier von Konrad mit dem Low Kick. Konrad versucht, seinen Gegner zu stellen. Ich hab's gesagt, er steht so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Der MMA-Rekord ist zwar nicht alles, aber negative Kampfbilanz ist denkbar schlecht. Läuft da dem Polen hinterher, Martinik. Gewinnt immer mehr an Selbstvertrauen, je länger der Kampf läuft. Versucht den Takedown, bekommt ihn auch. Das sah verhältnismäßig einfach aus.
Und klettert auf den Rücken. Das könnte natürlich groß sein hier für ihn. Kriegt er noch den zweiten Hook rein. Macht den Triangle zu hier. Body Triangle. Müsste noch wegkommen vom Cage, um Kontrolle zu bekommen. Die komplette Kontrolle über Martinik. Format gefällt mir gut in der ersten Runde. Bislang komplett dominant. Halbe Runde, noch Zeit. Kontrolliert den rechten Arm von Martinik. Und hat damit zwar nur einen Arm anzugreifen, aber Martinik auch nur einen, um zu verteidigen. Jetzt versucht er hier über Kreuz den Arm zu sichern. Schachspiel mit dem Körper. Martinik versucht jetzt gegen die Hooks zu arbeiten. Konrads Füße überkreuzt. Jedenfalls kurzzeitig. Da versucht er es mal unter den Hals zu kommen. Und sofort reagiert das Publikum. Martinik bleibt ruhig, erfahren wie er ist. Aber irgendwann ist er da drunter. Und dann wird es schwierig. Bekommt seine Handschuhe da nicht so richtig raus unter der Achsel von Martinik Konrad. Versucht ihn sich jetzt hier zurechtzulegen, den Polen. Schöne Kontrolle vom Rücken aus von Martinik, aber Entschuldigung, von Konrad, aber Martinik verteidigt auch gut. Nutzt hier die Chance, die Lücke. Schafft es aber noch nicht ganz wieder zurückzukommen auf die Beine. Bislang eine klare Runde für den Tschechen hier. So 45 Sekunden Zeit noch auf der Uhr. Und Martinik hat hier die erste Runde verschenkt. Ein bisschen verschlafen. Eine halbe Minute noch. Schauen wir mal, ob er noch irgendwas Signifikantes leisten kann. Probiert es zumindest, der Pole. Der merkt natürlich, dass er hier jetzt im Hintertreffen ist und will wenigstens mit ein bisschen Momentum in die zweite Runde starten. Ja. Erste Runde vorbei. Anlass genug, um nochmal dran zu erinnern, dass parallel hierzu auch Brave läuft mit Marcel Graminski und Ismail Naudiev in einem Stream hier auf dem Fightly-Kanal bei YouTube. Schaut also gerne rein, um auch diese deutschsprachigen Kämpfer zu supporten. Heute hier Christian Jungwirth und Stefan Pütz noch. Hier sehen wir einmal den High-Kick gekontert mit einem Low-Kick. Schön gemacht hier. Der Tscheche hat mir gut gefallen. Auch der Einstieg hier in den Takedown war gut. Sofort gezogen, den Griff genutzt. Gute erste Runde. Dann sehen wir mal, dass diese Fight Records immer nur die halbe Geschichte erzählen. Weiter geht's. Versucht jetzt hier seinen Jab zu etablieren, Martinik. Am Anfang der zweiten Runde. Er muss irgendeinen Taktikwechsel vornehmen, ansonsten hat er ein Problem. Konrad zwar viel Druck gemacht in der ersten. Ich bin mal gespannt, ob er den auch durchhält. Ja,
Und an der Stelle begrüßen natürlich auch alle unsere Mitglieder, vor allen Dingen die, die es neu geworden sind. Jetzt gerade sehe ich hier Theodoros Kitsos, der das Upgrade auf Premium durchgeführt hat. Und damit könnt ihr natürlich auch Bellator sehen. Oh, schöne Rechte von Konrad im Ziel. Bellator natürlich auch mit vielen guten Kämpfern aus Deutschland, allen voran Christian Eckerlin, der am 23.10. gemeinsam mit Fedor, einem der besten aller Zeiten, kämpfen wird. Und das könnt ihr hier auf dem Kanal sehen, in der Premium-Mitgliedschaft. Außerdem Katharina Dalista und Kurshet Kokarov, ebenfalls vom MMA Spirit, schon diesen Freitag. Lohnt sich also die Mitgliedschaft, auch wenn wir so einen Knaller wie Octagon hier für euch kostenfrei raushauen. Wie gesagt, kostenfrei, ja, wir freuen uns trotzdem, wenn wir ein bisschen was zurückbekommen. Es muss nicht immer ein Superchat sein. Es reicht schon, wenn ihr uns einen Daumen hoch hier lasst. Würde uns sehr freuen. So, jetzt versucht das hier mal ein bisschen mit Wall and Stall. Martinique drückt Konrad an den Zaun. Der schafft es, sich zu lösen. Halbe Runde noch. Und Martinique probiert. Trotzdem kommt Konrad weiter nach vorne. Hat die härteren Aktionen. Macht mehr Schaden aus meiner Sicht. Der Bodykick hat mir gefallen, wird aber beantwortet von dem Highkick von Konrad, auch wenn der nicht so 100% getroffen hat. Die Halle ist da. Peitscht Konrad nach vorne. Jetzt versucht er hier nochmal den Takedown, Konrad. Ein paar Treffer hat er offensichtlich schon nehmen müssen, auch welche, die er gespürt hat hier. Aber bislang passiert nicht viel, deswegen hier Gerd Richter auch mit der Aufforderung, mehr Action zu zeigen. Die Halle mittlerweile bis auf den letzten Platz besetzt. Nur die Leute, die sich gerade noch Popcorn holen oder eben mal für kleine Königstiger müssen, die sind nicht auf ihren Plätzen. Knappe Minute noch. Und das ist mir hier zu unklar, diese zweite Runde. Für beide Athleten müssen sich beide überlegen, ob sie das hier machen wollen. Versucht sich hier zu lösen, Konrad mit dem Ellenbogen, aber Martinique geht lieber mal 5 Schritte zurück. Der gefällt mir besser hier, dieser Konrad. Und ich weiß nicht, was das mit diesen ausländischen Kämpfern ist. Wir haben es ja eben auch beim Amerikaner gesehen. Ultimate Fighter-Gewinner, ehemaliger UFC-Kämpfer. Das sind ja gute Leute. Es ist nicht so, als hätte hier Octagon für ihre tschechischen Kämpfer nur Fallobst eingeflogen. Aber die scheinen überwältigt zu sein. Denn wie gesagt, auf dem Zettel hätte ich eigentlich David Martinique vorne gehabt. Der zwar hier auch mit tschechischer Flagge antritt, aber ursprünglich aus Polen kommt. Das
silnější, ty peci. Ale silnější, ale. So, und für alle, die später dazugekommen sind, schaut euch einmal hier diesen wundervollen Takedown an und dann kann ich euch informieren, dass wir die komplette Fightcard von A bis Z kostenlos zeigen werden hier heute auf unserem Kanal. Wir freuen uns, wenn ihr uns dafür als Dankeschön einen Daumen oben hier lasst. Und lasst euch nochmal gesagt sein, dass parallel hierzu Brave läuft mit Marcel Graminski und Ismail Naudiev. Könnt ihr also auch live sehen hier auf dem Fighting-Kanal auf YouTube. Wo wir gerade dabei sind. Brave kommt nach Deutschland im nächsten Jahr. Im April werden die drei Veranstaltungen in Deutschland machen. Auch dafür wird es in absehbarer Zeit Tickets geben. Wenn ihr also mal ein bisschen internationales Flair auf deutschem Boden wollt und wenn ihr die beste deutsche Veranstaltungsreihe live erleben wollt, dann habt ihr am 30.10. die Chance. NFC kommt wieder zurück nach Bonn ins Maritim Hotel. 30.10. Noch bis morgen gibt es einen Early Bird Rabatt auf die Tickets. Einfach auf unsere Homepage gehen, fightingbook.de, und da könnt ihr euch die Tickets sichern oder hier im Link in der Videobeschreibung. Martinik, etwas ideenlos aus meiner Sicht, müsste hier ein bisschen mehr Druck machen. Probiert es jetzt hier zwar, aber Konrad stalkt ihn. Ist derjenige, der den Ton angibt. Das Publikum peitscht hier die beiden Athleten nochmal nach vorne. Oh, schön. Jetzt geht er mal nach vorne hier, Martinik. Wird aber sofort mit diesem Uppercut gestoppt. Halbe Runde noch. Und er steigt immer mit so einem Outside-Trip ein, Konrad, und geht dann zum Double-Leg. Das ist ungewohnt und deswegen ist hier schon Martinik das zweite Mal in Problemen. Jetzt wird es ein bisschen langsamer. Ich glaube, die Zeit läuft tendenziell eher für Konrad, obwohl die zweite Runde knapp war. Also die erste Runde war für mich klar, eine Runde für Konrad. Die zweite Runde knapp. Das heißt, sichert sich Martinik hier diese Runde. Dann wird das auf Messers Schneider entschieden, dieses Duell. Also vielen Dank hier erstmal für die Liebe, die ich im Chat abbekomme. Ich feiere es natürlich für euch, mit euch diese Kämpfe zu erleben, die Kämpfe für euch zu kommentieren. Macht mir auch großen Spaß. Beste Community. Liebe geht raus an die Schlagwort Nation. Keine Liebe hat hier Gerd Richter für Wall and Stall, wie man diesen Kampfstil nennt. Er will hier noch ein bisschen Action sehen, die letzte Minute. Und da ist er, glaube ich, in guter Gesellschaft. Und ja, Heinrich Hempel hat recht. Natürlich ist es so, dass NFC eine Kooperation hat mit Brave und der Matchmaker von NFC auch KämpferInnen stellen kann. Und damit jede NFC-Veranstaltung ab jetzt quasi, oder jeder NFC-Kampf ab jetzt quasi auch ein Sichtungskampf für Brave. Zusätzliche Motivation und zusätzliche Chancen für Athletinnen aus Deutschland.
Konrad versucht es nochmal, aber er hat auch hier einen sehr, sehr anstrengenden Kampf gekämpft, muss man sagen. Die letzten 10 Minuten. Am Ende nochmal Fair Play. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie der Kampf ausgegangen ist. Ganz ehrlich, ich sehe zwar leichte Vorteile für Konrad, aber das kann auch in die andere Richtung gehen. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr es so seht. Wen habt ihr vorne hier? Sehen wir noch ein paar der Aktionen. Also versucht haben sie es beide. War ein actionreicher Kampf. Hier Spinning Back Kick. Allerdings auf die Deckung. Immer wieder auch versucht beim Lösen diesen Ellbogen zu schlagen, Konrad. Ich bin echt gespannt, wie die Punktrichter hier entschieden haben werden. Ich glaube, die Teams selber sind sich auch noch nicht ganz sicher. Schauen wir mal, der Moderator ist noch nicht im Cage, bekommt gerade die Infos zugespielt. Der gute Mann heißt Philipp Stahl. Und er wird uns gleich verraten, wer gewonnen hat. Dámy a pánové, známe vítěze tohoto zápasu. 30-27, 30-27 a 30-27. Vše ve prospěch vítěze, kterým se stává Mikel Konrad. Michal, jen velmi rychle, gratulace. Kontrolovaný výkon, něco, co tě ohrozilo v tom zápase, nebo naopak, s čím nejsi spokojený třeba? Až moc byl kontrolovaný poslední kolo, které mi řekl, že tam vyhraný a zase jsem si představoval zápas tichotou. Říkám, prostě druhý odklik, já nebo něco, až mám klid a nechtěl jsem přijít o třetí výhru v řadě. Třetí výhra v řadě, nějaké přání v tvojí hlavě? Tři přání jako zlatá rybka? Moje jediné přání je být hlavně zdravý, celá moje rodina tě zdravá, děkuju všem, co jste přišli, všem sponzorům a konečně mezi lidmi, vítejte zpátky, děkuju. Mikel Konrad. Carlos už nebude pokračovat ve zazování. Už tohle je jiný šampion. Je ohrožený zápas, vypadá to, že si urval triceps. A místo něj nastoupí o titul prozatímního šampiona Pirát Krištofič. V momentě, kdy on bude mít ten pás přes rameno, tak já budu ten první, co si pro něj dojde. Prozatímním šampionem ve střední váze se stává Samuel Pirát Krištofič! Titul bude zpátky tam, kde má být, a to je tady v Čechách. Hovno, zlatá hrybka. Já prostě nemůžu spát, když Pirát běhá s mým pásem. Jaký tvůj opasek? Že ty si o ten opasek přišel. Boom, 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 boom. I'm gonna shoot you right now. Jsi zápas, na který se opravdu těším. Viac sa poď, aby si navážil. Ve wrestlingu ho vemu klidně zpátky do školky. Lame vymýšľa si podvodník, starý automatár to je. Piráte, ty jsi ale strašný prase, ale tady se přepočítal, kamaráde, stahuju se na tebou vrachy. Na jeho dopadne pirátov hněv. Já vám zaručím, já ho tam umlátím, já ho potupím. Za to, že jsi takto chrapu, tak znesvětím tvoje tělo v našem zápase, do důchodu tě pošlu.